Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 von Mordors Schatten. Ja, ich bin immer noch da. Ja, und ich habe ja zwischen den Folgen, ja, da hat sich ja die Sprachaktivierung gemeldet von der PlayStation. Oh. Ja, das geht dann gleich wieder weg. Ich habe mal ganz eiskalt mich hier hoch geschnellreist und die nächste Hauptaufgabe angewählt. Da müssen wir den nächsten Häuptling, den Gott Sturmbringer, herausbringen, indem wir seine Unterstützer töten. Der Scotty ist der hier. Scotty to Hottie. Das sieht ein bisschen scheiße aus, aber da kann er nicht dafür. Na, irgendwie dann, doch. Ich wollte gerade sagen, der hat einen angenähten Arm, aber das ist denn ja bloß Tattoos. Das sah ja von vorne so leicht angenäht aus. Ja, und das Problem bei dem ist, der kann meine Geistbetäubung blocken. Der ist wahrscheinlich bloß mit dem Todesstoß zu töten. Sein Nahkampfangriff kann nicht gekontert werden. Das ist mies. Konter haben keine Wirkung. Und er ist vorsichtig, er kämpft nicht mal gerne. Hat aber übelste Vorteile im Kampf bei sowas. Ja, es widerspricht sich ein wenig, aber naja. Wir schauen mal, was wir mit ihm machen. Vor allem, was er für Idioten mit hat. Dort müssen wir hin. Wir sind natürlich immer noch als dunkler Waldläufer. Einfach weil das Kindergeist ist. Zumindest von denen, die ich zurzeit zur Auswahl habe. Was ist das jetzt? Das ist ein Krauk. Ah. Hat jemand dieses Phantom gesehen? Du bist auch überhaupt nicht groß. Hast du das gehört? Um Gegner anzulocken. Das ist ja. Achso, der trampelt schon ein paar. Die Pfeifen, ja, ich wusste nur einfach. Die sollen Spaß mit dem haben. Mich interessiert das, ne? Ich hab hier Besseres vor. Ist das da hinten der Erebor? Nee, ist er nicht. Nee. Ach, hier gibt's so viele Berge. Das stimmt allerdings. Und Sklaven. Egal. Ich hab auch irgendwo schon mal eine Statue von Sauron gesehen. Ah. Guck mal, ob ich die noch mal finde irgendwann. Ich hab die ist auf jeden Fall in einer von den Folgen, bevor du dabei warst. Also 9 oder 10 dürfte das dabei sein. So, Scotty ist dran. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Du hast es auch gerade im Hintergrund mit dem Turm gesehen, mit dem Schmiedeturm. Wenn ich im Geist bin, baut er sich auf und ansonsten ist er bloß eine Ruine. Okay. Aber ich werde automatisch Geist, wenn ich dort hier drauf zulaufe. Hoch. So, ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück nach oben. Weil solche durch Kampf oder Boten hinrichten. Okay. Hm. Ja, aber ich kann nicht. Oh, versteckte Klinge ist hier nicht. Ha! Ha! Wie geht? Erstmal die Fliegen hören. Wo ist eigentlich Flagnack? Flagnack? Flagnack. Ja, da ist man nicht hier. Immer schön. Den als. Das hat man jetzt. Müsst ihr wissen, aber das hat man jetzt mal so. Zwischen den Aufnahmen haben wir das wirklich drüber geredet. Wie geil das eigentlich wäre, wenn. Dumme Dreckschlampe. wie geil das wäre, wenn da noch so wow, bekannte Charaktere oder Ends dabei wären. Dann hätte ich mal sehen. Du warst kein Unterstützer. Ja, wenn hier einfach mal ein paar bekannte Viecher rumlaufen würden. Oder Charaktere als Missionen. Genau. Jetzt zum Beispiel, dass man vielleicht dann hier eine dunklen Seite macht und da Baumbord töten muss. Ja gut, töten vielleicht nicht gleich, aber. Angreifen oder so. Alles muss brennen! Alles brennt. Du kriegst ja übelst viele Trophäen jetzt. Das ist gut, ui.
Scheiße, falsche Taste. Verdammt. Dein Tod lässt mich in vollem Glanz erstarren. Das war jetzt einfach ein normaler. Und der hat, bekommt jetzt automatisch durch dieses Nemesis-System eine Biografie quasi. Boah. Da wird jetzt bekannt. Nur weil er dich einmal umgebracht hat. Der Waldläufer, also ich, bin ja quasi... Ui. Überfall, Macht angestiegen. Siehst du mal, was hier so passiert jetzt in dem Bein. Da ist sogar befördert. Befördert, ne? Krosch der Bote. Was jetzt gerade hier so abgeht, nur mit einem Tod. Übel. Hier, ja, der uns getötet hat, der Sperrmeister. Ist gleich nochmal befördert worden. Gimup. Das ist die von der Kackfratze. Das Hauptmann befördert. Eieiei. Und rechts sind wir aber tot. Ja, das ist da jetzt quasi unser. Alter, der sieht jetzt richtig krass aus. Mit dem Helm. Oh ja. Der hat jetzt eine eigene Biografie bekommen quasi. Ach ja, der Gewitterwolke, der auch angestiegen ist. Über den wissen wir aber auch noch nichts. Und der hat aber was gegen den, der uns noch komplett unbekannt ist. Und was? Ja. Der hatte noch hier einen Aufstieg? Nee, deine. Der? Ja, der hier. Der Bluter. Ah. Man sieht so scheiße. Ja, Blut halt, ne? Ja, der blutert halt. Okay. Ein Satz mit X. Oh, was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind Blass. Ich hab trotzdem Magd dazu bekommen. Sowas. Das ist jetzt Scotty wieder, ne? Ja. Nein, oh. Na, das sind ja die Rache-Dinger jetzt, so verschiedene. Hinrichtung einmischen, oh. Hinrichtung von Gorgon, der Große, durch Pugrisch Gewitterwolke. Guck mal, der andere jetzt auch so nett, Dingens. Uschko, Grosch, Momok, der. Ah ja, da wurde ein Spieler online, also einer von irgendeinem anderen, oder Turbo Muffin, Z86. Räche von, den Tod. Von Murmok getötet und da kann ich mich rächen. Und bekomme dann halt gut geschrieben, dass Murmok bei mir dann tot ist. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Komisch. Haben wir Informationen, sehe ich das richtig? Ist da was Grünes? Ah ne, das dürfte unser Fall sein. Müsste. Aber wir gehen hierher. So Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Immer wieder schön, wenn diese Bilder. Gibt es so ein. Das kann ich so gucken. Hier schon wieder los. Also, ihr kommt nicht zu mir. Ich bin weg. Ihr seid wieder allein. Hey! So, meine Gewalt im Feuer. Boah, hartnäckig. Übel. Schlimm die Viecher, ne? Festung Dothan. Ey. Ich hab gesagt, ich will das hier starten. Ich muss glaube ich wieder von neu anstarten. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Ja. 0 von 5 Unterstützer. Ich fühle es in den Knochen. Jemand schleicht hier herum. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens auf jeden Fall einen guten Kampf. Ich will jetzt auf das Feuer schießen, da würde es wieder explodieren. Ja, das ist auch gut. Jemand hat ihn getötet! Das war jetzt anlocken, diese blaue. Reiß dir die Falle aus! Ich muss das mal reingucken. Zum Leuchtfeuer! So.
das Signal! Yeah. Ja, scheiße, wenn ich da durchkomme. Boah. Ey, was doch? Los, auf ihn! Ja, du hast einen Unterstützer. Ab mit seinem Schädel! So. So, ne, mein Freund. So, lasst ein bisschen auf den Boden klappen und dann... Ich könnte zurückkommen. Warum hinter uns früher? Weißt du, was da ist? Scheiße. Okay. Hier ist ein Schild da drin. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Hast du das gesehen? Der Wichser hat auf mich geschossen. Auf die Entfernung. Komm, du bist gut. Ja, ja, ja. Zack. Der Sturmbringer ist erschienen. Ist das auch leider mehr? Scheiße. Ich dachte, eine Sense. Oder? Ja, gut. Eine Heilebarte. Und ich hab mir nichts gut. Ja. Wir nehmen bei ein bisschen Köder. Starten hier. Einfach, dass hier ansässige Karagruppen angelockt werden. Und da kommen sie auch schon, wenn du auf die Karte guckst. Ja. Gut. Ah, das ist anfällig gegen Fahrkampf. Relativ. Aber ich hab zur Zeit. Geh runter, verdammt. Ja, wenn die eben so am Arsch kleben, ist es natürlich blöd. Geh mal in die Richtung, weil. Ah ja. Erstmal einen Schluck rauchen. Damit wird man nämlich direkt komplett aufgehört. Ja. Jetzt gehen wir hoch, weil auf der Karte werden halt schön Orte angezeigt, wo man Pfeile herbekommt. Okay. Ich stehe da nochmal immer so in der Wand drin. All das Gerede, dass unser Lager mit Null zusammengelegt werden soll. Es kann unmöglich genug Grog für alle da sein. Hat der wieder an Gesundheit zugelegt? Nee, ich glaube nicht. Sieht irgendwie so aus. Noch einmal, dann würde ich hier. Doch, da gewinnt an Gesundheit. Mhm. Bist du. Ah, das wird nix. Ich hoffe, sie kann, der ist mir auch egal. Dieses herumgeschleichte Ding, der soll sich mir offen stellen. Aber reichlich unfein. Nur noch irgendwas. Zwei Pfeile hab ich schon. Immer ein ganzes Ding. Ah, jetzt ist mein Ding jetzt wieder regeneriert. Auch ganz praktisch. Mein Fokus. Ah. Es wäre geil, wenn jetzt hier noch irgendwo einer einzeln stehen würde. Wenn ich fix aufzeigen kann. Moment.
Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Nee. Jetzt werde ich ihn begrüßen. So, da fliegt der Kopf und Tier Dingens. Schon wieder Trophäe. Ja. Na, das sind jetzt hier die Trophäen für die Häuptlinge. Mhm. Was cool ist, dass dann dort oben den Toten immer kleine Altäre da schon aufgebaut werden. Wille des Westens. 39% bei einem Kopftreffer. 10% Gesundheit wieder zu kriegen. Ja, 10% ist ja gar nicht. Ja. Ich meine, 10% von 5 oder von, das ist die Hälfte. Ja, ich weiß nicht, was das für Türme sind, aber Stakuga kamen sie teuer zu stehen. Der Hauptmann. Zack. So, mein Guter. Jetzt leidest du. Talking to you, babe. So, jetzt können wir uns nämlich Informationen holen. Und ich würde sagen, wir haben hier noch so einen Unbekannten. Wer ist das? Marku, der Hautlose, der hat eine Armbrust auf Finger. Dank der Geschwüre in seinen Rachen hat er Schwierigkeiten, sein Essen zu verschlingen. Okay. Danke für den Status. Hat keinen Leibwächter. Marku, der Hautlose. Vor Verbrennen, und er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Immun gegen Fernkampf, wenn man schon fast klar. Kann Monster schnell töten und widersteht ihren Angriffen. Also beritten wäre sowieso sinnlos oder irgendwelche Viecher auf den Hetzen. Und er ist schnell zu Fuß. Wuchs in der Nähe werden dazu ermutigt, gleichzeitig anzugreifen. Ist auch schlecht. Sprungblockade. Blockt Versuche ab, über ihn zu springen. Okay, Schnellschüsse. Schneller Läufer. Kampfgestellt. Schwerer zu töten. Möglicherweise Todesstoß. Alles klar. Eieieiei. Markieren. Neues Ziel. Marku, der Hautlose. Blutbad, jetzt verfügbar, das ist das, was mit dem. Weil ich halt jetzt weiß, wer es ist. Ihr rollen Orkköpfe. Hier. Ah, da ist er ja. Blutbad. Ja, den machen wir noch auf jeden Fall. Jetzt muss ich bloß gucken, wie machen wir am dümmsten irgendwelche. Welcher Turm ist näher dran? Der hier oder? Der oben links, würde ich sagen. Der Hauptturm, den man als erstes hatte. Und wenn immer wenn man sich ins Spiel wieder neu einloggt, sag ich mal, also lädt, ist man automatisch bei dem Turm. Ah. Weiß doch keiner. Weiß er es oder weiß er es nicht. Das ist tief. Schwarze Straße, schon alles eingesackt hier? Ja, ist ja nicht viel. Aber es wird hier auch so angezeigt, wie in gewissen anderen Games, genau, die jetzt ungenannt bleiben wollen. So. Ganz links mal die Straßenseite gewechselt. Ich passe jetzt auch nicht großartig auf, ob hier euch nur Feinde unterwegs sind oder so. So wie der da oben? Genau. Weil ich tue sowieso den Auftrag starten. Ja. So. Verwüste die Festung von Marku der Hauslose, um ihn herauszulocken. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Der hat keiner. Altgedienter Häuptling. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. 20 Uhr. Innerhalb von 2 Minuten. Nur damit er rauskommt. Ach, und das zählt beim ersten Getöteten quasi. Ah, okay. Das ist natürlich dann irgendwann blöd, wenn du keine Pfeile mehr hast. Ich will noch einen Pfeil. Quasi. So, tut mir leid, mein Freund. Also, ich habe das schon mal angemerkt, die Todesstöße, die sind ziemlich brutal. Finde ich. Fuck. Okay. Elfenfall. Elfengeschoss. Sieht so aus, als würde jemand Urlaub kriegen. Was war das? Guck mal, der Herr hier. Was denn?
Hast du das gesehen? Hat die Augen zu. Ja. Hat geschlafen. 10 haben wir schon. Ja, die Hälfte der Zeit ist auch rum. Und hör, meine Freunde. Wir stecken deinen Kopf auf einen Tor. Hey, nimm ins Bild rein. Oh. Ah, ich hab sogar ein paar Ratten erwischt. Das Feuer explodiert auch. Ja. Mensch. Och, Leute. Das ist wohl so versuchen müssen, oder? Noch mal Ratten. Ja, ein Auto ist dann noch schaffen in der Zeit. Ah, da ist er schon. Oh, scheiß Armbrust, du. Mit Knochen. An der Armbrust. Mal gute Hand. Ich muss mal ganz kurz wieder hier einen Rahmen machen. Weil ich brauch so einen fetten Helm. Einfach steigen. Er ist zwar immun gegen Pfeile, aber das heißt nur, dass der immun gegen Explosion ist. Da war wieder einer. Was? Da ist gerade hinter dir so eine Ratte weggerannt, aber. Ja, das ist. Per Hand töten ist scheiße. Cool, ich glaub, da hinten ist so ein Kraut, wenn ich das richtig auf der Map sehe. Erstmal touchen wir den hier ein bisschen. Greifen wir mit dem Gesicht rum. Ja, Tidus kennt sich damit aus. Ja, er greift ja nicht in irgendwelche Gesichter. Er toucht ja nur Wände. Ja, von Heiligen Tempel. Von Heiligen Tempel, ja. Was ist schlimmer? Also die Tempel übelst entweihen und den da drunter die Wände bekrabbelt. Guck doch mal. Vielleicht. Da mag es nicht zu brennen, war das doch, oder? Furcht vor Verbrennen, ja. Er mag zwar selber immun gegen Fernangriffe sein, aber was so neben ihm passiert, dabei ist ja erstmal wieder was anderes. Da war doch ein Geräusch. Da rennt weg. Da rennt weg, der feige Sack. Ja, er will halt nicht brennen. Hab ich da gerade etwas gehört? Kann er den Tisch nur hochrennen, weil da irgendwas auf dem Tisch steht, ne? Ja, das sind alles noch solche kleinen Sachen. So Kinderkrankheiten. Ja. Wo du eigentlich im ersten Teil drüber wegguckst. Außer eine gewisse Spielereduktion. Ja. Fängt mit G an und hört mit Aimstar auf. Was, PC Games? Ja, das wird wohl nichts. Auch selten nicht wirklich jetzt, oder? Ja, alles klar. Machen wir dann noch eine Schattenangriffstötung dazu. Und weil wir nochmal Speer haben, dann nochmal eine. Das ist nämlich ordentlich aktiv. Und das bringt sogar noch die Sinn. Ja, die ich aber auch immer. Naja. Aber dadurch, dass der Nahkämpfer ist, Fernkämpfer ist, hat man bei dem leichtes Spiel im Nahkampf. Wenn du gerade durch solche Fachbar wieder anwenden könnt. Töte mich, solange du noch kannst! Ah, hier. Das ist, weil da so abgestellt ist. Dann muss ich hier so da. Das versemmel ich so gerne. Vor allem in den ersten Folgen hab ich das so oft versemmelt. Das Epische ist geschlossen. Marco ist gestorben, damit ist bloß noch der von unseren Schützlingen übrig. Köpfe der Uruks werden durch eine Geistschusstötung zum Platzen gebracht. Platzen gebracht. Habe ich heute auch irgendwie noch so halbwegs erkannt. Ich meine, da können wir jetzt nur die unlösbare Bande rausnehmen. Warte mal. War das überhaupt für einen Bogen? Für ein Schwert? Tja. Durch eine, zum Platzen gebracht. Durch einen Geiststoßtötung zum Platzen gebracht. Okay. Ich hab glaube noch keinen Geiststoß. Ich weiß es aber nicht genau. Und ich schätze mal, wenn Köpfe platzen, kann man irgendwo noch einen Bonus freischalten, der dann noch Gesundheit regeneriert oder was auch immer.
Geistertodesschuss, das ist das bestimmt. Ja. Den habe ich noch nicht. Na, aber bald. Das habe ich jetzt gar nicht. Hä? Moment. Guck dir das mal an. Ah, okay. Helden fest und in der Zeit explodiert erstmal der Kopf. Nett. Er ist doch eh hässlich, der Kopf. Sind alle Köpfe hässlich hier. Zumindest von den Gegnern. So, und der Häuptling. Das ist ja von unseren Schützlingen. Renn mal hin. Das sind bloß 800 Fuß. Der Südpass von Udun. Ach, ist er das? Also ich würde sagen, dass das der schwarze Herr ist. Ich halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Ich glaube, schon in die Hosen. Seltsame Form von Bark. Stimmt, ich habe das Kondor noch gar nicht von der Schatzfischer. Deswegen muss ich mir auch erst noch holen. Nervig. Immer gut, Meister. Ich habe nämlich schon keine Pfeile, sonst hätte ich den fix noch Pfeile in den Kopf gerammt. Will er nicht? Achso. Ja, vom Helm her würde es passen. Vom Helm und vom Kolben her und so, na, das würde. Schützen sind Feiglinge! Sagt zumindest Gorgum! Der will nicht klettern. Wieder sowas. Nee, du sollst nach unten spielen, du sollst hochgehen. Also ich würde schon sagen, dass das hier der schwarze Herr ist. Ja. So schön als Statue. Ja, damit seine Sklaven gleich wissen, wer hier was zu sagen hat. Na. Was hier der Oberkopf ist. Das Problem, was ich gemacht habe, abgelenkt, dass die sich rumdrehen, dass ich hier vorbei kann. Aber die haben Schutz mitgewischt. Von daher. Na, die riechen ja Menschenfleisch. Was halt ein bisschen nervig ist, dass man sich zum Hochziehen, dass man da X drücken muss. Man kann dann nicht nach vorne drücken, nee, man muss X drücken. Nervt ein bisschen. Eliminiere den Häuptling, so dass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Mhm. Damit sind dann alle Häuptlinge ausgeschaltet. Aber das wird nicht bei den paar Häuptlingen bleiben. Die werden sich bestimmt mal neue suchen. Ah, Sequenz. Ah, Redback. Hört mal, heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Diese Vögel zerfressen mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Oh, wenn ich Häuptling bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Hast du das gesehen? Mir geht's gut. Hat gar nicht weh getan. Scheiße. Ja, ich weiß, was du denkst, Waldläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Es klappt. Etwas dünnlicher auch. Ja, und halt eben noch so niederhoben. Die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Ah, ja, Geschick. Das ging schnell jetzt mit den Trophäen. Ach, oh nee. Gule? Nervische Viecher. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Redback hat zugleich Gorod und den Henker getötet. Wie ist das nur möglich? Ich bin Töter. Ich glaube es nicht. So was. Vielleicht da jemand umher. Dennoch, bleibt wachsam. Bleibt wachsam.
komm schon. Da hat sich etwas bewegt. Nehmt ihn sein Schwert! Oh. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Oh, tschüss. Der ist fies. Wieso hoch? Ja, sucht ihn mal schön. Der Tag wusste, dass er es nicht mit mir auf. So, nächster. Suchen die irgendjemanden? Guck mal, ob ich den Fetten bekommen kann. Das war natürlich sehr geil. Wieso? Ja, so, Schild. Genau deswegen. Schleicht da jemand umher? Ich bin die Dinge. Bastard, einfach nur Bastard. Ja, komm her hier, du. Made. Gemeuchelt! Wo war das? Nö, das sind alles so niedere Bastard. Da ist er ja schon. Mockt der andere Zwilling. Rock, der Zwilling haben wir schon getötet. Das war nämlich sein Leibwächter, wofür eigentlich Redback dann einspringt, weil er ist mein Gestalt. Hast du gesehen? Der erscheint, was mach ich? Bin erstmal eine Fresse. Berserker können. Berserker. Also, der Grab. Ich für den dunklen Herrscher. Ist der ins Auge? Was ist das Auge? Deine Leiche weniger nach. Ich höre schon Stimmen. Ich begreife es nicht. Wie konntest du mich schlagen? Muss ich wohl eingebildet haben. Dadurch wie ein Kopf sehr komisch verdreht. Hast du mal gezählt, wie viele Trophäen es hier gibt? Vor allem jetzt in den zwei Folgen, das waren bestimmt jetzt schon fast 10 Trophäen. Endlich! Redback ist Häuptling! Redback ist scheiße. Boah, abschneiden. Damit man oben weiß, er hat ihn getötet. Wir haben es geschafft! Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Welche Häuptlinge? Weißt du mir denn? Ich brauche eine schärfere Klinge. Okay, der ist echt noch nicht wirklich auf der Höhe. Das ist nicht lange im Business. Im Hintergrund siehst du einen Krog. Der andere Zwilling. Ach, das gilt jetzt als sein Sieg. Ja, ja. Wir haben quasi. Schöne Rüstung. Redback, der Feigling. Ja. Das ist ein Häuptling da. Redback, der Weise und Mächtige. Zusätzliches Ziel. Was war das Zusatzziel? Ja, diese Berserker. Ach so, die. Nee. Das ist nicht. Letzte Chance auf uns werden Fokus und Elbendinge zurückgesetzt. Das ist ja gar nicht so. Wir haben. Das sieht echt aus wie so ein Assassin. Ja, also. Ach, ich wollte kurz sagen, was machst denn du hier? Aber. Wir gucken mal ganz kurz auf die Map, was hier. Ja, als nächstes steht die Hauptmission an. Aber ob wir.
Startline die Hauptmission weitermachen oder ob wir irgendwas anderes erstmal machen. Ich weiß es noch nicht. Also, sieht schon ein bisschen besser aus als vorher. Aber trotzdem. Da hat trotzdem nichts drauf. Furcht vor Grauks, vor Ghoulen und vor Morgai fliegen. Also vor allem, was sich bewegt. Oh, das ist ja immer von deinem. Gimo, die Ratte. Man siehst du Scheiße aus. Die sehen doch alle irgendwie leer aus. Ja, das stimmt allerdings. Wir gucken mal noch fix hier rein. Wir haben ja. Ja, eine Schwertbude war das. Die letzte Chance erfolge und Fokus in Elbenschlüsse vollständig wiederhergestellt. Das heißt quasi, wenn ich kurz vorm Draufgehen bin. Ja. Ja, du musst das mal tauschen. Weil das finde ich doch ganz praktisch und das ist bei mir öfter mal der Fall, dass ich so kurz davor stehe. Fähigkeitspunkt. Jetzt habe ich das übrigens auch gesehen in der Sequenz, wo, dass er das normale Outfit anhat, ja, und nicht dieses andere. Dieses Waldläufer-Outfit, sondern hier dieses, seine Lumpen. Kampfaufzerrung. Vor von Aufzerrung. Lässt den Kopf platzen. Ich bin mir nicht ganz einig. Ich werde die Übersprungbetäubung machen. Die ist doch ganz praktisch. Ja. Und siehst halt auch schön die roten Fähigkeiten und die blauen Fähigkeiten, was hier Kampf und was halt Fähigkeiten sind. So, Appendix ist hier quasi Lexikon, sag ich mal. Also, Almanach. Almanach, quasi. So, mit der Karte werden wir die Folge beenden. Schon wieder lang genug. Ja, und in der nächsten Folge werden wir mal so ein bisschen Nebensachen machen. Leuchtet ja genug auf. Ja. Und ja. Fand ich gut bis jetzt. Vielleicht finden wir auch noch zweimal Pfeifengrad, was wir fix durchziehen können. Ja. Und bis dahin, macht's gut und ja, tata. Bis zur nächsten Folge.